Die Sonne scheint, es ist warm, irgendwo indirekt dein Job eigentlich, ne? Wer bist du, was machst du? Ich bin Florian von Arctic und wir bieten Klimaschutz für Autofahrer an. Okay, also eigentlich geht es mehr darum, Hitze zu verhindern auf eine Art. Wie funktioniert denn bei Arctic Klimaschutz? Wir bieten eine Tankkarte an, mit der Autofahrer ganz einfach beim Tanken ihr CO2 ausgleichen können, indem sie Klimaschutzprojekte unterstützen, die genau das CO2 wieder einsparen, was beim Autofahren entsteht. Also wenn ich es jetzt mal vorstelle, als junger Internetgründer fahre ich mit meinem Bentley an eine Jet-Tankstelle und sage, hey, habe 23 Liter getankt. Was passiert da mit eurer Karte? Also als junger Internetgründer solltest du natürlich erstmal Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, aber wenn du dir dann einen Bentley leisten kannst und meinst, das willst du tun, dann fährst du an die Tankstelle ran, momentan geht das bei allen Jet-Tankstellen, und bezahlst mit unserer Arctic-Karte. Wir ermitteln automatisch und TÜV geprüft, wie viel CO2 beim Verfahren entsteht, und unterstützen in genau der Menge Klimaschutzprojekte an anderer Stelle, um dieses CO2 wieder auszugleichen. Du zahlst 2 Cent extra, der Mineralölkonzern legt nochmal 2,5 Cent drauf, und in Summe garantieren diese 4,5 Cent, dass auch 100% ausgeglichen wird. Ist es wirklich machbar, dass ich 4,5 Cent mehr zahle und damit dann komplett CO2-frei im Prinzip mich bewegt habe? Das ist machbar und das funktioniert auch, und man sieht es auch im Flugbereich, CO2-Ausgleich ist eine sinnvolle Sache und die wird auch schon praktiziert, und in der Tat, 4,5 Cent, es gibt, oder 2 Cent für den Kunden, es gibt keine Entschuldigung mehr. Was macht ihr denn eigentlich genau mit dem Geld? Also ich habe dann 4,5 Cent mehr gezahlt an euch sozusagen, mit Hilfe der Tankstelle darf man ja ruhig sagen, was passiert dann? Wir kaufen für den Betrag, also für die 4,5 Cent pro Liter Klimaschutzzertifikate, das sind Zertifikate aus Goldstandard-Klimaschutzprojekten, die an anderer Stelle diese Menge CO2 eingespart haben, und somit kauft man hier seinen Anteil am Klimaschutz oder leistet seine Wiedergutmachung am Klimaschaden, den man beim Autofahren leistet. Und wie kommen bei euch die Brötchen auf den Tisch? Wie verdient ihr Geld? Es gibt eine Mitgliedsgebühr von 2 Euro pro Monat, die vollkommen losgelöst von den verbrauchsabhängigen Zahlungen ist, sodass wir auch weiterhin guten Gewissens sagen können, vermeiden, reduzieren und kompensieren. Okay, es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt jemand einen Hammer habt und irgendwie da extra viel tankt, dass ihr da was voll toll davon habt, weil ihr irgendwie Anteile kriegt an dem Benzin, sondern es ist wirklich so, das ist eine feste Fee und man muss sich keine Sorgen machen, dass ihr sozusagen da in so Interessenkonflikte kommt. Genau, das ist richtig. Deswegen haben wir es auch gemacht. Wir sind unabhängig von Mineralölkonzernen und wollen auch unabhängig in unserer Möglichkeit sein, zu sagen, eben weniger fahren oder gar nicht fahren. Und genau deswegen wollen wir, wie du richtig sagst, nicht dran partizipieren, wenn da jemand seinen Tank volllaufen lässt. Stichwort Mineralölkonzerne. Warum soll ich euch denn 2 Euro pro Monat geben? Warum macht das so eine Jet-Tankstelle nicht selber? Die 2 Euro, die gibst du uns ja in erster Linie erstmal dafür, dass man so eine Karte hat und dass alles auch vertrauenswürdig funktioniert. Wir haben einfach festgestellt, dass Autofahrer oder die normalen Menschen da draußen, die Klimaschutz vollziehen wollen, Mineralkonzernen sehr skeptisch gegenüber eingestellt sind. Und deshalb genau ein unabhängiges Unternehmen, ein Intermediär, bislang am Markt gefehlt hat. Auf gut Deutsch, man nimmt es denen nicht ab. Richtig. Was stand denn Pate für eure Idee und wie seid ihr so darauf gekommen? Wer seid ihr überhaupt? Wir, das ist eine gute Frage. Wir sind 3 Gründer aus Hamburg, Dominik de Vries, Frank Tietze und ich, Florian, sind alles Wirtschaftsingenieure, die während ihrer Promotion festgestellt haben, Klimaschutz ist wichtig. CO2-Ausgleich ist sicherlich das maßgebliche Instrument in Politik, aber auch zunehmend für freiwillige Leistungen, um Klimaschutz zu vollziehen. Wir haben festgestellt, CO2-Ausgleich für Flugreisen funktioniert schon und wird auch angenommen. 9-10% aller Online-Flugbuchungen werden mittlerweile ausgeglichen. Wir haben aber auch festgestellt, für Autofahrer gibt es sowas noch nicht. Also wenn man als Autofahrer Klimaschutz betreiben will, im Alltag, gibt es nicht. Und genau das ist eigentlich wichtig. 14% aller Emissionen in Deutschland entstehen aus dem Auto heraus. Damit ist Autofahren wirklich der größte Hebel, um etwas für den Klimaschutz zu tun. Und das war unser Ansatz, hier zu sagen, Mensch, mit einer Tankkarte, ganz einfache Routinen, man kennt es, EC-Karte bezahlen. Das waren so die Anhaltspunkte, wo wir gesagt haben, Mensch, das wäre eine sinnvolle Sache. Und haben dann eine Marktumfrage gemacht, 1000 Autofahrer in Deutschland befragt, was auch nochmal bestätigt hat, 48% aller Autofahrer würden so ein Produkt auch nutzen. Sehen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Gesetzt den Fall, Elektroautos setzen sich bahnbrechend weit durch. Was wird dann aus Arctic? Aus Arctic. Arctic wird dann überflüssig, was aber auch okay ist. Also weil letztendlich haben wir uns dem Klimaschutz verschrieben und nicht irgendwie hier angetreten, um reich zu werden. Man muss natürlich auch sehen, dass jetzt gar nicht die Bewegung abmindernd, aber
bis Elektroautos sich wirklich im großen Maße durchsetzen, wird es eben noch extrem lange dauern. 2015 sollen 10-15% aller Neuzulassungen Elektroautos sein. Wenn man sich aber den Gesamtfahrzeugbestand anschaut, ist damit das Problem auch noch nicht gelöst. Und eben für diese Übergangsphase zwischen wirklich klimaneutraler Mobilität und der ja, fossilen, brennstoffbehafteten Mobilität, da verstehen wir uns als Lösung im Hier und Jetzt. Wer finanziert euch denn eigentlich? Wie finanziert sich Arctic? Gibt es Business Angel, Investoren? Wir sind ein klassisches Venture-finanziertes Unternehmen. Wir haben das Glück gehabt, einen Business Angel in Hamburg zu finden, der mit Leib und Seele hinter der Idee von Arctic steht, genau wie auch wir. Und ansonsten sind wir eine GmbH und finanzieren uns nach der Übergangsphase vom Venture Capital dann vollkommen selber. Super. Letzte Frage. Schau mal in die Zukunft. Wo steht ihr Ende 2010? Ende 2010 haben wir einen weiteren großen Partner gewonnen. Uns gibt es dann nicht nur an allen Jet-Tankstellen, sondern bundesweit an mehreren tausend Tankstellen. Und wir rücken immer mehr ins Bewusstsein der Autofahrer für eine Lösung im Hier und Jetzt zum Thema Klimaschutz. Dann herzlichen Dank fürs Interview. Zuschauer finde ich unter www.arctic.de. Arctic.de, okay. Internet oder auf Facebook oder auf Twitter. Überall, wo man junge, innovative Unternehmen so findet. Schaut es euch mal an. Danke dir und viel Erfolg. Danke, Joel. Tschüss.